Hey ihr Lieben, ziemlich pink heute, oder? Und passend dazu zeige ich euch, wie ihr dieses praktische Utensilo selber machen könnt. Für mein Utensilo habe ich mir mein Filz schon mal zurechtgeschnitten. Meins ist 60 cm lang und 35 cm breit. Und die weißen Vorlagen, die ihr hier seht, die sind für meine späteren pinken Täschchen, die ich annähen werde. Und die habe ich mir schon mal so platziert, damit ich genau weiß, wie sie dann später angenäht werden. So, jetzt habe ich das Ganze platziert und stecke es noch etwas fest und danach können wir es annähen. Mein Utensilo möchte ich jetzt noch an einem Bügel hängen und damit das Ganze hier auch gut hält, befestige ich das an beiden Seiten jetzt noch mit einem selbstklebenden Klettband. Ganz viele Likes, wenn euch das Video gefallen hat. Was haltet ihr denn eigentlich von der Farbe Pink in Wohnräumen? Schreibt es mir doch gern unten mal in die Kommentare. Ja, und das war's dann auch schon mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal!